Ja, nice. Schön, dass der das in der Komplettlösung irgendwie jetzt wieder falsch in der falschen Reihenfolge zeigt. Ich es in der falschen Reihenfolge spiele oder ich hier noch gar nicht sein sollte. Naja, wir werden es so oder so gleich erfahren. An dieses Emblemteil komme ich jedenfalls mit zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ran. Na dann, Leute. Lasst uns rausfinden, wie diese Reise weitergeht. Ich bin ja schon mega gespannt, denn wir werden anscheinend... Ja, ich hab's erfahren. Ja, ich spoilere euch noch nicht. Komm, Ultra. Du wurdest zwar jetzt schon ein bisschen gespoilert, ne, da hilft alles nichts. Immerhin musst du ja nachgucken, denn du willst ja schließlich die 100%. Und wenn du willst ja hier nicht 20.000 Mal an jeden zurückrennen, weil... Ich habe schon gesagt, dieses Spiel blind zu spielen ist eine Folter für sich. Also wer hier blind wirklich alles findet, und ich denke, dass ich werde sehr viele Zuschauer haben, die das hier auf der Switch nachholen werden, dieses Spiel. Lasst es mich zu dem Zeitpunkt, falls ihr das Let's Play nachholt, gerne wissen. Oder solltet ihr die PC-Version schon gespielt haben, ob ihr dieses Spiel blind gespielt habt und alles gefunden habt, oder ob ihr letzten Endes dann auch für gewisse Sachen nachgucken musstet. Würde mich jedenfalls brennend interessieren. Und zieh mal an. Habe ich spontan was entdeckt? Ja, nice. Beschwere ich mich ja nicht. Ist hier vielleicht noch irgendwie so ein geheimer Weg rein? Wo das Wasser herkommt? Nee. Das wäre auch ein bisschen zu viel verlangt, ne? Zwei Schlüssellöcher hier. Und die Story schreitet voran von den Schlüssellöchern. Echt krass. Na dann. Ich will gar nicht hingucken. Ich nehme an, das ist der König. Ich nehme an, diese Gestalt, die gerade das Dorf verschlingt, ist der König. Der sich ja in diese Bestie verwandelt hat. Wegen irgendeinem Ritual, schätze ich jetzt einfach mal. Also ich gehe davon aus, er hat ein Ritual gemacht und versucht, seine Mutter wieder zu beleben. Oder unsere Mutter, seine Frau. So ist es richtig. Das ging wahrscheinlich irgendwie schief. Er hat geahnt, dass irgendwie was Schlimmes auf die Insel zukommt und hat uns dann rechtzeitig mit dem Boot losgeschickt. Und hat somit alles verloren, was ihm lieb und teuer ist. Also ich dachte, dieses Spiel erzählt eine etwas traurige Geschichte, aber das ist ja schon echt... Weltuntergangsmäßig Action geladen. Auch wenn natürlich so ein Stück Traurigkeit drin ist, aber es ist auch in jedem guten Actionfilm dabei. So ein Stück Traurigkeit. Das rastet hier ja richtig aus. Oder bin ich der Einzige, der das so sieht? Okay, kleiner Fuchs. Wo geht's lang? Also ich werde mich hier auf jeden Fall umgucken. Hier sind ja jetzt keine bösen Gestalten, die mich umbringen wollen. Vielleicht finde ich ja noch das ein oder andere Secret. Nicht wahr? Wobei, da drüben ist ja wieder Schatten und so. Hm. Ja, lass mal gucken, ne? Lass mal einen Big Blick drauf werfen. Ich bin mega gespannt. Ob ich noch was finde. Ne, wir wissen alle, die Möglichkeit besteht. Jetzt habe ich den Fuchs wieder getriggert, aber nicht gesehen, wo er hingerannt ist. Das nervt. So dermaßen. Soll ich da runter? Soll ich da rüber? Der Fuchs will, dass ich da rüber gehe. Na, dann gehe ich erstmal auf Tauchgang. Ich kann doch hier tauchen, ne? Ja. Aber hier ist irgendwie nichts. Oder? Man könnte hier echt gut einen geheimen Tunnel verstecken. Der ist hier auch, oder? Nee. Ist anscheinend nichts. Hab ich mich verguckt. Kann jedem passieren. Ist menschlich. Und so. Na dann. Der Raum ist mir zu groß. Ich mag das nicht. Wenn hier was zu groß ist. Ich kann hinter jeder Ecke was sein. Und so wie ich mich kenne, renne ich vorbei. Okay. Oh. Leute, seht ihr? Da ist wieder der Turm. Der Turm, der diesem Spiel so mehr oder weniger den Namen gibt, das ist auf jeden Fall das Highlight dieses Spiels. Wir haben ja schon gemerkt, wir klettern den langsam aber sicher nach oben. Und jetzt sind wir in der zweiten Etappe. Und jetzt?
Heißt, ein großes Lichtteil. Kannst du das aktivieren von hier aus? Sieht nicht so aus. Ich würde gern Stockwerk höher, aber ich glaube, wir kommen noch kein Stockwerk höher. Kann das sein? Na dann. Dann folge ich unseren Kollegen Fuchs. Der scheint ja zu wissen, was er tut. Was befindet sich hinter dieser Tür? Lass nochmal hier rüber gucken. Tut mir leid, Leute, dass ich euch da jetzt ein Stück weit auf die Folter spanne. Hier haben wir ja auch noch eine Tür. Bin ich da gerade blind vorbeigerannt oder geht's da nicht rein? Da geht's nicht rein. Okay. Erneut natürlich die Frage, wo sind wir hier eigentlich? Das darf man natürlich nicht vergessen. Na dann. Kleiner Fuchs, was ist hier? Ich glaube ein Highlight. Also, ich habe ja im letzten Part gesagt, wir werden ein Highlight erleben. Letzten Endes war es dann eher so ein bisschen langweilig im Schatten rumgestampfe. Aber ich glaube, jetzt sind wir da, wo ich es im letzten Part, was ich im letzten Part erhofft habe. Spiel ist natürlich weiterhin blind für mich, ne, Leute, also. Nicht vergessen. Aber ich rieche halt ein Highlight kommen. Ne, man hat dafür einfach, wenn man Spiele spielt, eine Nase langsam, aber sicher. Okay. Das ist alles verschlossen. Das ist keine Wendeltreppe, die ich hochgehen kann. Und das ist irgendwas zum Aktivieren. Mach ich. Bringt mir aber nicht viel, weil ich wahrscheinlich wieder mehrere auf einmal aktivieren muss, ne? Ja, muss ich. Was ist das? Wo führt mich das hin? Nirgends, denn ich komme hier nicht hoch. Gut. Dann wird dieses Rätsel ja schon mal gelöst. Hier ist eine blaue Kugel, ne? Müsste eigentlich. Keine blaue Kugel. Ich bin geschockt. Okay. Wieder eine Malerei. Aber ich weiß nicht, was sie bedeutet. Und genauso weiß ich nicht, ob ich hier gerade in mein Verderben renne. Da vorne brauche ich einen Schlüssel. Also ich glaube, wenn ich hier weitergehe, ist das mein Verderben, ne? Hi. Ich will euch gar nichts tun, ne? Nee, ich habe keinen Schlüssel. Wie die dann gucken, ne? Wärst du richtig aggressiv hier? Dann gehe ich näher zum Schlüssel ran. Dann wäre so ganz normal. Vielleicht sehen die mich hier auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Wenn ich dann hier keinen Schlüssel reinpack. Habt ihr gerade genickt? Ich weiß es nicht. Das ist merkwürdig. Ihr seid merkwürdig. Kollegas. Aber ich glaube, ich krieg den Schlüssel, wenn ich hier wieder rausfinde. Wo ist denn der Ausgang? Hallo? Ausgang? Der ist doch vom Schlüssel? Und dann, ja. Hä, wo waren wir gerade? Habe ich den Ausgang nicht mehr gefunden? Na prima. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Das ist, glaube ich, eine gute Frage. Weil ich weiß es wirklich nicht. Komm ich denn hier hoch? Ja. Bringt mir das was? Das ist halt schon verdächtig hier, ne? Die goldene Treppe. Aber ist auch Schwachsinn. Ich komme hier nicht hoch. Wo soll ich denn lang gerade? Ich habe halt wirklich das Gefühl, ich sollte hier noch nie sein. Moment. Kann man sich vielleicht einfach nur in der Mitte nicht hochziehen und hier seitlich schon? Nee. Nee, 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 nee. Da drüben ist noch was. Da war ich noch nicht. Na dann. Da muss eine blaue Kugel drauf. Wir wissen auch schon, wo die blaue Kugel kommen wird.
Da drüben bei dem Fischgesicht. Aber jetzt? Alter, ich will jetzt hier nicht den kompletten Part vergeuden, ne? Weil ich das Rätsel nicht check. Das wäre ja mega lächerlich. Was passiert denn, wenn ich... Kann ich das von hier aus aktivieren, von vor der Tür? Oder kann ich da schnell wieder raus? Komm ich sogar. Ist jetzt die Tür da drüben auf? Nein. Hä? Was wollt ihr? Warum schließt sich hier die Tür? Bin ich hier eingesperrt? Für zwei... Sekunden? Gecheckt. Ist ein Fahrstuhl. War jetzt nicht so schwer, da drauf zu kommen, Ultra. Eigentlich. Verdammt, ey. Das war so unnötig. Weil ich halt letztens zweimal gebrüllt hab, ne? Ja, ja. Das war's. Och, das regt auf. Ich fühle mich gerade so schlecht wieder. Hättet ihr's gecheckt? Oder hättet ihr auch zweimal gerufen? Oder hättet ihr sogar dreimal gerufen? Lasst es mich wissen. Damit ich mich nicht so schlecht fühle. So, was ist das jetzt hier? Was macht der Kollege? Der Kollege dreht sich in die Richtung, in der ich bin. Das bedeutet, er kann mir jeweils eine Tür öffnen. Ich nehme mal an, das hier ist straight die richtige Tür. Deswegen kannst du mir mal kurz die hier öffnen. Was haben wir hier? Ein Schlüssel. Na gut. Wo der hingehört, wissen wir ja. Das ist nicht das Problem. Wie komme ich denn da rüber? Das ist gerade so meine Frage. Das ist ja auch eine Tür. Ah, da ist ja der Boden kaputt. Da drüben war ja eine Sackgasse, ne? Da ging es ja nicht wirklich weiter. Und dann gibt es hier noch die Treppe nach oben. Ja, und irgendwie darüber wahrscheinlich. Mensch, Leute, ich habe so Angst, dass ich was verpasse. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ich glaube, man merkt es mir an. Ich weiß auch gar nicht, ob es spannend ist, mir gerade zuzugucken. Deswegen. Ist halt auch so. So was bei solchen Rätselspielen. Da muss man halt einfach irgendwie drauf haben, das zu kommentieren. Und wenn man das nicht drauf hat, dann verkackt man einfach am laufenden Band. Und das ist dann Kacke. Und. Ja. Was soll's. So, erstmal die Wahnsinnstypen hier töten. Ein roter Baum. Ein technologischer roter Baum. Wer kennt ihn nicht? Da ist ein Roboter drin. Das habe ich schon gesehen. Kommen wir wahrscheinlich nicht rüber, ne? Nee. Na, dann werden wir wohl jetzt den Schlüssel benutzen müssen. Kann ich jetzt einfach runterspringen oder muss ich den Aufzug nehmen? Ich denke, ich werde den Aufzug nehmen müssen, aber ich springe trotzdem runter. Ach, Spiel. Das ist jetzt ein Ticken lame. Warum muss ich jetzt dafür extra den Aufzug nehmen? Warum ist der Kleine zu blöd, da jetzt einfach runterzugehen? Aber hey, immerhin habe ich es jetzt gecheckt, dass das ein Aufzug ist. Das ist ja auch schon mal was, ne? Da kann nicht jeder von sich behaupten, dass er gecheckt hat, dass das ein Aufzug ist. So. Was bringt der Schlüssel? Schlüssel zum Baum. Wir sehen es ja hier. Der Kleine bringt hier auch was zum Baum. Aber warum tut er das? Aus welchem Grund?
Und nun können wir zum Baum. Okay. Und da hinten ist eine Statue. Eine Statue, die irgendetwas machen wird. Den Baum wieder zum Leben erwecken. Indem wir ihm Wasser geben. Geht eigentlich nicht, weil der ist ja schon längst vertrocknet seit Jahrtausenden, aber hey. Ist anscheinend technologisches Wasser. Kennen wir. Ganz normal. Dass das Wasser technologisch ist. So, und lass mich raten. Damit erwecke ich jetzt hier den Roboter zum Leben, ne? Oder muss ich da draus nehmen? Ich muss da draus nehmen. Wie? Weint der? Nein! Wir haben den Baum des Lebens gekillt. Ich hoffe, sein Opfer war nicht umsonst. Ich hoffe es wirklich. Es ist dunkel geworden. Oder auch nicht. Anscheinend nicht. Was muss ich jetzt mit diesem Auge machen? Da drüben hin? Nee, ne? Doch. Ich dachte, da muss jetzt so eine blaue Kugel hin, aber anscheinend genügt das. Und sieh mal an, da ist was zum Schieben. Für was auch immer ich das jetzt benötige. Kriegen wir jetzt ein Rätsel? Oder benötige ich das für irgendwas? Ich kann dann auf jeden Fall hier nicht weiterschieben. Also hier ist schon wieder Schluss. Für was brauche ich das? Ich kann es nicht hier rausschieben. Es muss also irgendwas hier in diesem kleinen Abschnitt zu tun haben. Ey, das ist so merkwürdig, Leute. Da drüben komme ich ja nicht weiter, ne? Das sind die Äste. Ja. Na dann. Mega leck. Okay. Und hier geht's wieder nicht weiter. Das ist eindeutig nicht mein Abschnitt. So viel steht jetzt schon fest. Ich weiß es nicht. Ich sehe gerade nicht, wie ich weiterkommen soll. Das ist mir ein Dorn im Auge. Soll ich dich irgendwo hinschieben? Soll ich dich vielleicht hier zwischen die Türen schieben? Das wäre so lame jetzt. Aber vielleicht klappt's. Es klappt sogar. Nice. Das hat ja gar nicht so lange gedauert. Würde ich jetzt spontan behaupten. Also, das geht. Das war eigentlich voll in Ordnung. Wie ich das Rätsel gerade gelöst habe. Knacks. Da sind die Äste weg. Nicey dicey. Jetzt nehme ich die Kugel hier wieder raus. Die werde ich wahrscheinlich noch weiter oben brauchen für irgendwas. Für irgendetwas muss die ja gut sein. Wir haben doch nicht umsonst einen Baum gekillt. Yay, wieder ein großer Bereich. Ich liebe es. Nicht. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Nein, ich will hier nicht sein. Nein. Nein, ich gehe wieder. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Nein. Ihh. Der Bereich ist mir zu groß, Leute. Hilfe. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Das ist, glaube ich, mein größtes Problem gerade. Kann ich dich denn hier ablegen? Oder verschwindest du dann ins Nirvana? Okay. Ich bin anscheinend ein Stockwerk höher. Ja, ist ja schön.
Und jetzt? Jetzt werde ich wahrscheinlich dieses Rätsel da drin lösen müssen. Na dann, ist die Kugel noch da? Die Kugel ist sogar noch da. Das Spiel merkt sich, wo ich die Kugel abgelegt habe. Oho, oho. Wir sind ja heute ganz fortgeschritten. So. Die Kugel werde ich wahrscheinlich da drauflegen müssen. Dann komme ich mit dem Fahrstuhl da hoch. Aber ich möchte mir erstmal dieses Tor ansehen. Denn ich sehe da oben einen kleinen weißen Weg, der mich da reinführt. Aber da werde ich wahrscheinlich von oben drauf springen müssen. Ja, muss ich auch. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich hoch? Ist das wirklich der einzige Weg mit dem Fahrstuhl? Nein. Es sieht so aus, als ob der Fahrstuhl mich weiterbringt. Na dann, gibt's noch ein bisschen Jump'n'Run-Action in diesem Part? Das hat ja heute gefehlt. Die Action, nicht wahr? Ich bin rumgeirrt wie ein Hans Wurst. Aber hey, letzten Endes zählt ja nur der Fortschritt. Und gefühlt bin ich zufrieden. Wer weiß, was wir jetzt hier noch finden. Sieht sogar relativ... Ja, das sieht sogar relativ gut aus, wollte ich schon sagen. War auch gut versteckt. Das kann nur ein Secret sein. Das ist es auch. Was hier unten? Nicht runterfallen. Wer weiß, ob ich da jemals wieder hochkommen würde. Aber das hier? Das stecke ich ein. Ich dachte gerade ein Windspiel. Es ist sogar ein Windspiel, aber es ist ein Windspiel im Roboter-Style. Nice. Das gefällt mir. Das gefällt mir eher weniger, aber ist okay. Also, dass ich da gerade runtergefallen bin, ne? Für alle, die es gerade nicht gecheckt haben, was ich jetzt nicht so gut finde. kann man ja vielleicht nicht gecheckt haben, weil das einfach so mega random war gerade. So, ich will kurz da hoch. Und ich habe da oben dann halt nicht. Wenn du zu blöd bist, da hochzugehen. Was bringt denn mir das? So, Moment. Ich check gerade nicht, was mir die Kugel bringt da oben. Deswegen gönne ich mir die jetzt mal. Und setze die da drüben mal ein, um rauszufinden, was mir die jetzt überhaupt bringt. Also ich denke, das ist dazu da, um die Kugel da hochzukriegen, weil es anscheinend oben irgendwo weitergeht. Weil ich die Kugel wahrscheinlich hier... Ja, die brauche ich hier. Die muss ich da drüben einsetzen. Ja. Ultra ist nicht blöd. Ultra ist definitiv nicht blöd. Okay. Ja, nicht ganz da drüben eingesetzt, aber so ähnlich. Komme ich denn da drüben überhaupt irgendwie hin? Nee, ne? Na gut. Was mache ich jetzt mit dir? Das ist, glaube ich, eine gute Frage. Was mache ich jetzt mit dir? Du hast einen Roboterkopf. Ich habe irgendwie so das Gefühl... Ich krieg den aber nicht da raus. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss den vielleicht da drüben hinschieben. In den Fahrzeugschacht. Aber nee, der ist hier gefangen. Na dann. So, der eine Aufzug ist auch oben. Das heißt, ich brauche den auf jeden Fall auch nicht oben. Aber ich brauche den auch nicht hier vorne. Kollege, wo brauche ich dich? Also den Fahrstuhl kann ich auf jeden Fall nicht mehr runterlassen. Wir haben hier drüben so eine seltsame goldene Statue in der Wand. Hier. Mit der ich nichts machen kann. Kann halt auch die Kugel nicht wirklich viel rumschieben. Deswegen, das Rätsel kann eigentlich nicht so schwer sein. Oder kann ich da drüben jetzt hochklettern? Das wäre lächerlich. Nee. Ist es auch nicht.
Da rein kriege ich sie nicht. Könnte ich mir vielleicht noch denken, dass die irgendwie da rein muss, dass ich hier zwei Kugeln brauche. Sieht nicht so aus, als ob ich das Rätsel in dem Part noch lösen kann, Leute. Der Part ist schon relativ krass vorangeschritten. Hilft alles nichts. Dann werden wir uns wohl oder übel noch gedulden müssen. Wie es hier weitergeht. Ja, was sagt ihr zu dem Part? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Fandet ihr ihn gut? Fandet ihr ihn unterhaltsam? Ich weiß es nicht. Ich denke, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass ich nicht gut im Rätseln bin. Das hat man, glaube ich, auf jeden Fall in dem Part gemerkt. Ansonsten, ich weiß, der Part war jetzt nicht der Hammer und so. Es ist nicht wirklich viel geschehen. Auch wenn ich wieder ganz groß gelabert habe die ganze Zeit. Trotzdem würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Das darf man nicht vergessen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ich euch im nächsten Part hier zu Rhyme wieder begrüßen darf. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Euer Ultra.